Mehrere Gurke. Klopf doch einmal, wenn du soweit bist. Und nicht mehr. Limbatusore. Ich will wieder zurück zum Orden. Ich hasse die Straße. Ich will doch hier nicht auf ewig bleiben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Okay, ich vermute mal, wir müssen uns jetzt eine Geschichte ausdenken. Anhand der Sachen, die hier so sind. Was? Schau dich mal um. Vielleicht schön, dass die Hilfe nicht weiter weiß. Komm rein, Feste. Fühl dich wie zu Hause. Aber woher kennst du meinen Namen und meine Sprache? Ich... Wie synchronisiert man denn einen Vogel? Ich bin ein magisches Wesen. Ja, nee, ist klar. Wohl weniger magisch als verzaubert. Wie eine Prinzessin? Du kannst mich gerne küssen, wenn du möchtest. Ja, besten Dank auch, aber lass mal stecken. Warum? Ich meine das ernst. Küss mich. Und ich helfe dir. Von hier zu verschwinden. Küss den blauen Vogel. Echt jetzt. Schlechte suchst, die du noch nie gehört hast. Dann musst du tief in deinem Inneren suchen. Vielen Dank. Ich muss echt mal zum Seenklempner. Hey, du kriegst nur das, was dein Kuss wert war, Schätzelein. Huh? Und jetzt Abflug. Wie soll das nur funktionieren? Ein Kusszauber gibt's doch seit Urzeiten. Also, keine Ahnung. Errungenschaft freigeschaltet. Kusszauber. Ach, was ist das denn? Armer kleine Feste. Schau dich nur an. So klein. Mit dunklen Ringen unter den Augen. Eine tolle Geschichte, die du da erlebt hast. Ich hab's, die Geschichte. Ich weiß, ich erinnere mich. Ich habe dieses Märchen gelesen. Ich muss meine eigene Geschichte erzählen, die Geschichte meines Lebens. Ist das denn? Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwas anklicken oder so. Aber bitte was? Warum bin ich hier pink? Warum können wir nicht selbst eine Farbe aussuchen? Knuschel. Ich weiß. Wie wäre es, wenn ich dann Herr Lila bin? Schokolakalakalaka.
Lern runter, der Pfanne brennt. Ich glaube, das war Oberst Simpf in der Küche mit der Hotze. Wie heißt das Spiel? Cluedo? Gollum, Gollum. Alter, das ist durch. Oh, diese ganzen kleinen Anspielungen, sehr, sehr schön. Lebter Marbeck. Schon? Hör mich an, Torwächter. Denn die Geschichte. Oh, denn die Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, wurde noch nie zuvor erzählt. Jetzt geht's los. Wir gucken mal, dieser Zacken passt dort rein. Hier ist Boden, dann geht darüber hin, dann ist der Zacken dort. Auch hier mit den Glassplitter-Segmenten. Alles schön gehalten. So, was? Achso. Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Welt, lebte ein Feste. Er war albern und stur, also lief er von zu Hause weg. Achso, es geht dann jetzt immer Schritt für Schritt weiter. So, mal gucken, wieso. Der gehört daran. Der könnte dahin gehören. Achso, das gehörte dahin. Ich dachte, ich hätte das da nur zusammengebaut. Ich wusste nicht wie oder warum, aber er landete auf der Weltenstraße. Er hatte nichts zu essen, keine warmen Sachen. Fast wäre er gestorben in dieser kalten Einöde. Nein? Nein? So, dann steht er wahrscheinlich davor. Mit ihm an der Hand. Was bist du? Keine Ahnung. Geh mal zur Seite. Dann ist hier der Turm in der Ecke gewesen. Die bringen ihn wahrscheinlich gerade her. Hier ist noch eine Ecke vom Turm. Da, der Baum, der gehört dahin. Hier ist noch ein Baum. Und dann geht er dahin. Doch plötzlich wurde er gefunden. Gute Samariter nahmen den jungen Feste mit zum Orden der Herolde. Oh, hier, da ist der eine von der Allianz. Und so wurde er zum Herold. Und genau deshalb ist er nun hier. Endlich. Errungenschaft freigeschaltet. Unendliche Geschichte. Endlich hat's einer kapiert. War es denn wirklich so schwer, deine Lebensgeschichte zu erzählen? Alle können nun gehen, ich lasse euch frei. Ich bin ja so erschöpft. Ist einfach eingepinnt, direkt vor der Tür. Aber die Augen bleiben dort und gucken. Das ist derselbe Wagen wie in seiner Geschichte. Was tust du? Warum? Ich habe euch gerade befreit. Was haben wir denn da? Hoffentlich Raines private Aufzeichnung. Und peinlich ist mir das mal so gar nicht. Okay. Was ist das denn? Ein Roman? Das ganze Geschwafel lese ich mir bestimmt nicht durch.
Boris, du Rekord, alle gefallen. Du? Sei still. Hör mir mal gut zu. Mach alles, was ihr will und dann nichts weg von der Irren. Feste, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, Alter. Sie ist der Don. Hans. Das tut mir leid. Komm, ich nehme den Knebel ab. Ich tue alles, was du willst, wenn du mich nur losbindest. Ich will dir helfen, Limerain zu finden. Danke, ich komme schon allein klar. Ohne mich findest du Fiedlers Wiese nie. Warum das denn? Fiedlers Wiese ist ein geheimer Ort. Nur Baden und Minnesänger kennen den Weg. Also heißt das, ohne dich komme ich da nicht hin? Ohne mich findest du den Weg? Nicht mal den richtigen Weg. Aber wozu brauchst du mich? Du bist ein Herold. Du verknüpfst die Straßen. Habe ich eine Wahl? Was meinst du? Hm? Schon gut. Gehen wir ihn suchen. So ist es brav, Feste. Ich hole dann mal die Kinder. Mach du den Wagen fertig. Das alte Ding war schon lange nicht mehr auf den Straßen unterwegs. Das sehe ich auch. Ich bin's satt. So geht das nicht weiter. Lass mich. Spar dir deine Aufträge. Sie kommt da rein. Das ist ein lachendes Gesicht hier. Hoppla, scheint so. Meine Träume sind wahr geworden. Feste? Was denn? Ich hab nichts gemacht. Alles ist bereit. Dies sind meine Kinder. Do, Re, Mi, Fa und Sol. Sehr erfreut. Ich frage mich dann, wie das Baby heißt. Kommen die alle mit uns? Wir werden sesshaft werden. Doch ich habe noch eine Aufgabe für dich. Mach noch was mit dem Zaun da. Früher war der unüberwindlich, doch du hast den Zauber dieses Ortes gebannt. Was denn für ein komischer Zaun? Na toll, Kinder. Verrückte mit ihren 5 Kindern. Warum nur? Warum hast du mir das angetan? Ich muss nebenbei lachen. Ich finde das super. Was soll ich machen? Mach was mit dem Zaun da. Du hast den Zauber gebannt. Oh, du boshaftes Weib, du. Toll, ich habe ihn angeklickt. Oh, weg. Eine Sekunde. Ich hole die Schriftrolle.
Erst wollte sie ab und dann hat sie keine Zeit mehr, sie wieder aufzurollen. Und warum soll irgendwer so viel schreiben wollen? Na, jetzt muss ich hier wieder zusammenflicken. Das war richtig, warte. Die Linie muss so quer durchgehen. Ich bin langsam des Wartens leid. Ja, Persone. Augenblick. Ja. Ich glaube, ich werde das noch bereuen. Zu dumm, dass sie den Weg kennt. Aber hier war kein Frosch. Ich bin so ein bisschen auf der Suche nach den Fröschen und der Prinzessin.